mein allererstes SA-Koppelschloss. So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Sonderfolge. Ich war gestern schon mal hier und hab das Waldgebiet angetestet. Und ihr glaubt nicht, was ich in diesen 5 Minuten hier gefunden habe, oder in diesen 15 Minuten. Mein allererstes SA-Koppelschloss. Ich habe das jetzt wieder mit in den Wald genommen, um euch das hier zu zeigen, um dann jetzt hier eine neue Sonderfolge zu drehen, weil ich ja natürlich heute hier wieder her bin und werde jetzt hier erstmal richtig alles absondeln. Und neben diesem Koppelschloss lag noch der Koppelhaken. Ja, sehr cool, mein allererstes Koppelschloss von der SA quasi. Und ja, Anemone ist mit dabei. Die sonnelt auch hier jetzt im Wald. Und mal sehen, was wir hier finden. Da sind überall noch die Löcher, die machen natürlich wieder zu. Aber ich bin hier noch nicht fertig. Ich muss die gesamte Fläche hier jetzt noch absuchen. Da ist Anemone da hinten. Die hat da irgendein Signal. Irgendwas hat sie da. Na gut. Wir sehen uns gleich, wenn es weitergeht. Bin gespannt, was wir hier finden. So, kann das noch ja nicht glauben. Guckt euch das an. Ich weiß nicht, was das hier für ein geiler Spot ist. Wehrmachtskoppel in Top-Zustand. Gott mit uns. Kann das nicht glauben, Alter. Das kam mit einem 55er Leitwert rein. Anemone, was hast du denn da? Wollen wir mal gucken, was die hat. Ist ja abnormal. Das ist mein Traumspot. Hier werde ich nie wieder weggehen. Heute sondelt Anemone mal mit einem Quest Q20. Und die hat auch interessante Sachen gefunden. Ja, was ist das wohl? Ups. Ja, krass. Hast du da ein Baby dran? Das ist unser Baby. Das ist unser kleines Baby da, was mit uns sondelt. Wir sondeln mit Baby. Gut, aber ich muss weitermachen. Ich kann das einfach nicht loben. Jetzt habe ich 2 Koppelschlösser in der Tasche. Das hatte ich noch nie. Das ist Wahnsinn. Ich muss hier alles absuchen. Ich lasse jetzt die Kamera an. GPS. Warte, soll ich einmal gucken, wie der das erkennt? Wird der mega gut erkennen. Ich leg's nochmal darin, ja? So, ich hab wieder was gefunden. Und zwar ein Knopf diesmal. Einen sehr schönen gemusterten Knopf. Ich werde natürlich eine Fundzusammenfassung drehen und euch die Funde dann detailliert zeigen. Und ich weiß nicht, was für ein Knopf das ist. Der hat ein Muster. Ich vermute, das ist ein ziviler Knopf. Aber mal sehen. Das weiß man ja immer alles nicht genau. Ich pack ihn erstmal ein. So, geht wieder weiter. Ich zeige euch das mal kurz. Hier ist wie so ein Porzellanloch. Ich habe jetzt hier ein bisschen was rausgeholt. Porzellan alles da auf den Haufen gelegt. Und ja, und wollte einfach mal ja, gucken, was da noch an Porzellan drin ist. Porzellan mit Gold. Das werde ich später alles in eine Tüte schmeißen. Und irgendwo hin zu Hause erstmal. Und gucken, was da noch zu brauchen ist oder wo vielleicht ein Stempel drauf ist. Also das lasse ich hier nicht so offen im Wald liegen, weil sich die Tiere daran schneiden würden. Keine Stempel drauf. Und eine Sicherung. Die ist noch nicht so alt. Das ist kein gutes Zeichen. Die gehört, glaube ich, zur Sicherung oder so.
Übrigens ist mir aufgefallen, dass auf dem Koppelschloss, das letzte, was ich gerade gefunden habe, ich sagte ja, das ist ein Wehrmachtskoppel. Aber mir ist gerade aufgefallen, dass da ja kein Hakenkreuz drauf ist. Und deswegen kann das auch kein Wehrmachtskoppel sein. Ein Schlüssel, Alter. Ja, das Koppel, ich vermute, dass es vielleicht NVA ist. Aber hatten die denn sowas, wo Gott mit uns durchstand? Bin mir da nicht sicher. Da muss ich recherchieren. Das ist sehr merkwürdig. Ja, in meiner Aufregung habe ich natürlich sofort gedacht, Wehrmacht, weil es ja einfach mal aussieht wie ein Wehrmachtskoppel. Aber im Endeffekt den Hakenkreuzer. So, jetzt schwenke ich hier nochmal rüber und dann werde ich hier lieber weiter sondeln. Ich will ja noch ein paar Koppelschlösser finden. Na gut, da sind keine Signale drin. Habe ich ja auch noch nicht beobachtet im Wald. So ein Käfer, der da seine Kugel durch den Wald rollt. Die Frage ist nur, wo will er hin? Ich brauche nur einen Schritt machen und bin wahrscheinlich so weit, wie er in einer Stunde erst weit ist, wenn er weiter so macht und die immer fallen lässt. Aber irgendwo muss er die hinrollen, denn er will diese Kugel bestimmt essen. Alter, der hebt den ganzen Stock hoch. Er hebt alles hoch. Der ist mega stark. Ich werde ihm nicht helfen, weil das wäre ein Eingriff in die Natur und das kann ich nicht tun. Außerdem will er sich bestimmt unter dem Stock verstecken und sein Käfer essen, seine Kugel. Kalinglas. Nur ein paar Bomben. Eine Schraube ist das. Ah, guck mal, hier steht was drauf. Fahrradflickzeug, oder? VEB Schuhcreme, Erfurt. Volko Blitz. Kaltverfahren ohne Hitze, ohne Druck. Chemikel. Frage ist, ob das alt ist. VEB ist Osten. Ja? Ja. Dann wissen wir, was hier liegt. Ostkoppelschlösser. Ja. Oh. Oh Gott, ich glaube, ich habe meinen Finger abgeschnitten. Irgendwas ist hier. Rasierwasser. Da ist eine Frau drauf abgebildet. 4711. Meinst du? Da ist nicht mehr, da kommt der weiße Boden. Ja. Lieber noch weiter sonnen. Das ist Bakelit. Das ist Schuhcreme. So. Wir waren jetzt hier schon ein bisschen länger unterwegs, haben den Wald ein bisschen abgesondert und sind jetzt wieder zurück an der Stelle, wo die Koppelschlösser lagen. Und ihr wisst, wenn ich die Kamera anmache, dann habe ich wieder einen coolen Fund. Und da liegt er, da unten drin. Den werde ich jetzt mal live ausgraben. Ich weiß noch nicht, was für ein Koppelschloss es ist. Aber an der Form erkenne ich, dass es eins ist. Leider schon ein bisschen kaputt. Ohne Auflage. Das werde ich jetzt mal ein bisschen bürsten.
scheint schon ganz schön ramponiert zu sein. Das sieht aus, als hätten sie die rausgestanzt. Rausgesägt, keine Ahnung. Mal gucken, ob die Auflage noch da drin liegt. Nee, da drin liegt sie nicht. Ich werde aber mal den Bereich absondern. Mal sehen, ob ich sie noch finde. So, der nächste coole Fund. Das scheint ein Griff zu sein. Also was heißt, scheint ein Griff zu sein. Das ist ein Griff von einem Messer oder von einem Degen oder sowas. Ich weiß leider nicht mehr genau, welcher das war, aber ich habe den schon mal gesehen. Leider liegt nur noch der Griff hier. Den Rest habe ich nicht gefunden. Klinge scheint verloren hier zu sein. Naja, mal sehen, was wir noch finden heute. So, der Sondeltag geht jetzt gerade zu Ende. Wir haben jetzt eingepackt. Aber wir haben noch mal die Funde hier unten hingelegt, um das euch mal alle zu zeigen, was wir heute gefunden haben. Und Mona hat leider nicht so viel gefunden. Ja, ich zeige euch jetzt mal schnell die Funde. Der Herr hat diese edlen Funde hier gefunden. Was haben wir denn hier? Ein Koppelschloss. Hier sieht man nochmal ganz schön das Wehrmachtskoppelschloss, was er gefunden hat. Also wie gesagt, nicht mein Fund. Dann hat er noch gefunden ein NSDAP-Abzeichen. Dann dieses Abzeichen hier, wo wir nicht wissen, was das ist. Oder noch nicht wissen, was das ist. Steht irgendwas mit 5-jährige Arbeits irgendwas Mecklenburg 1933, 1938 drauf. Und dann hier nochmal einen Tag der Arbeit. Kann man nicht richtig erkennen, ist noch ziemlich verkeimt. Und warte mal hier. WHW-Abzeichen, normannisches Schild müsste das sein, müsste hinten drauf stehen. Dasselbe habe ich auch schon mal gefunden, aber nicht mit Perle. Also das ist wirklich noch gut erhalten. Und wenn man hinten mal guckt, sogar noch mit Nadel. Und natürlich die Krönung jetzt. Hier ein eisernes Kreuz. Das eiserne Kreuz. Vermutlich aus dem Ersten Weltkrieg noch. Aber auch da können wir noch nicht sicher sagen, ob es jetzt eins aus dem Zweiten oder aus dem Ersten ist. Die Vermutung ist einfach nur an Hand der Größe dieses Ringes, dass es vermutlich Erster Weltkrieg ist. Aber das muss erstmal gereinigt werden und dann sehen wir mal weiter. Aber das werde ich nicht in der Fundzusammenfassung zeigen können, weil das ja nicht meine Funde sind. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu meinen Funden. Ich habe ja als erstes dieses SA-Koppel gefunden gestern. Dann habe ich noch das hier gefunden, diesen Griff. Habt ihr alles schon gesehen. Dieses Koppelschloss, wo ich nicht weiß, was das für uns ist. Und dann haben wir noch dieses schöne Koppelschloss gefunden. Ja, auf jeden Fall ein sehr schöner Zustand. Nicht verbogen, ja nicht. Aber leider nur vermutlich NVA-Koppel. Nur leider ein paar Koppelschlösser. Naja. Das hat sich gelohnt für diesen recht kurzen Ausflug. Wir waren, wie lange waren wir hier? Vielleicht 4 Stunden, 4,5 bis 5 Stunden. Wir hauen jetzt ab, aber ich werde jetzt noch eine Fundzusammenfassung drehen zu Hause demnächst und dann zeige ich euch die Funde gereinigt und vielleicht auch mit mehr Informationen. Tschüss! Wie versprochen bin ich jetzt zu Hause und habe ein bisschen recherchiert über die Funde und kann euch natürlich jetzt etwas genauer erklären, um was es sich da genau handelt und was für Koppelschlösser, weil wir ja da im Wald ja schön rumspekuliert haben. Ich fange als erstes mal mit diesem Griff hier an. Bei dem Bajonettgriff oder Seitengewehrgriff handelt es sich um einen Griff von einem Feuerwehr-Ausgehbajonett. Ich werde euch dazu ein Vergleichsbild einblenden, damit ihr das mal seht, wie das im Original ausgesehen hat. Der Rest hat sich aber nicht finden lassen. Da lag einfach einzeln so herum. Was aber merkwürdig an diesem Griff ist, ist, dass der hier, wenn ihr mal schaut, total flach gehauen wurde. Wie bei einem Hammer. Und wie man hier sieht, sind auch überall so Stellen. Eingehämmerte Stellen. Also diese, ja, der Griffrücken von dem Bajonett wurde als Hammer verwendet. Ich weiß nicht, was sie damit gehämmert haben.
Ah, hier sieht man, dass er so richtig runtergedrückt ist. Das ist auf der anderen Seite nicht so stark. Aber auf der Seite ist es sehr stark nach unten gedrückt. Keine Ahnung, was sie damit gehämmert haben. Aber Nägel waren es wohl nicht, so wie es aussieht, weil hier keine so runde Einschläge sind, sondern das sind alle zu lange Linien. Hier steht noch eine Nummer drin. Ich zeige euch auch noch, falls man es erkennen kann. Ansonsten lese ich es vor. Dort steht 2196. Mehr Stempel oder Nummern habe ich nicht gefunden. Dann kommen wir noch kurz zum Koppelhaken. Dieser schöne Koppelhaken lag bei dem SA-Koppelschloss mit dabei. Und um welches SA-Koppelschloss handelt es sich? Um dieses hier. Dieses Koppelschloss ist nicht einfach nur ein SA-Koppel, sondern ein Koppelschloss von der NSKK, also von den Nationalsozialistischen Kraftfahrtkorps. Das heißt, dass dieses Koppelschloss von motorisierten Truppen getragen wurde. Es ist leider schon ein bisschen verbogen an manchen Stellen. Hier sieht man, dass dieses Stück ist verbogen. Aber ansonsten, hier ist noch eine kleine Delle nach innen. Aber ansonsten ist der Zustand doch noch ziemlich gut. Und ist somit mein erstes Koppelschloss dieser Art. Und daneben lag ja dann noch, wie gesagt, der Koppelhaken. Dann kommen wir mal zu diesem Koppelschloss. Das war das, wo die Auflage weg ist, welche ich ja gesucht habe. Aber das ist natürlich vergeblich, nach der Auflage noch zu suchen, denn die wurde rausgefeilt. Also das Bild wurde hier komplett rausgefeilt und rausgeschnitten. Und hier sieht man auch noch überall so also Striche vom Abfeilen. Das wurde also entnazifiziert und später wahrscheinlich einfach weggeschmissen. Und dieses Koppelschloss ist von der Deutschen Arbeiterfront bzw. Deutsche Arbeitsfront, heißt das richtig. Nicht Deutsche Arbeiterfront. Und hier drinnen sieht man auch noch einen Stempel. Dort steht RZM in klein und da steht M4-24. Dieses Koppel habe ich mit Oxalsäure sauber gemacht und dann habe ich das mit Stahlwolle wieder blank poliert. Deswegen sieht das jetzt so blank und sauber aus. Und kommen wir zum Koppelschloss, welches ich an dem Tag dort als erstes gefunden habe. Wo ich ja erst dachte, das ist ein Wehrmachtskoppelschloss. Einfach aus dem Grund, weil hier so ein Adler drauf ist und da steht Gott mit uns. Ich zeige euch mal eben mein Wehrmachtskoppel als Vergleich. So kann man es etwas erkennen. Ich habe das eingetütet, weil das zerbröselt. Ihr seht dort auch diesen Adler und dort steht Gott mit uns. Und wenn man mal schaut, dann sieht das schon sehr ähnlich aus. Wenn man guckt, sieht das schon ziemlich ähnlich aus. Aber hat mir in der Hektik nicht aufgefallen ist oder in der Freude, dass hier überhaupt kein Hakenkreuz zu sehen ist. Und das ließ mich dann vermuten, weil dort so viel DDR-Dreck auch rumlag, irgendwelche Fischdosen und so, dass es ein DDR-Koppel sein könnte. Aber ein DDR-Koppel sieht total anders aus. Ich blende euch mal ein DDR-Koppelschloss ein. Ein DDR-Koppelschloss hat dort einen Hammer und einen Zirkel. Und das hat es natürlich hier nicht. Und das ist auch kein DDR-Koppelschloss, sondern das ist was Älteres. Sogar älter als die Zeit der Nationalsozialisten. Es ist nämlich davor. Und zwar ist es ein Koppel der Reichswehr. Das bedeutet, das ist ein Koppelschloss aus der Weimarer Republik. Und da habe ich mich natürlich super gefreut, wo ich das dann rausgefunden habe, weil das ja ein Stück Zeitgeschichte ist, die relativ kurz war. Also diese Koppelschlösser gab es nicht so oft. Zumal die Reichswehr ja durch den Versailler Vertrag limitiert war auf 100.000 Mann oder sowas. Die durften ja nicht mehr Soldaten haben und dementsprechend wurden vermutlich auch nicht viele Koppelschlösser davon hergestellt. Und ja, wie ihr seht, habe ich das nur abgespült mit Wasser und das bleibt auch genau in dem Zustand. Das ist ein Top-Zustand, da ist nichts verbogen. Also ich werde da nichts mehr weiter dran machen. Das bleibt erstmal komplett so, wie es ist. Und ja, um nochmal auf die Reichswehr zurückzukommen. Die Reichswehr war quasi die Armee von Deutschland zur Zeit der Weimarer Republik. Und die Reichswehr ist später in die Wehrmacht übergegangen. Anschließend gab es diese Koppelschlösser natürlich auch nicht mehr. Die wurden dann alle ausgetauscht gegen Hakenkreuz-Koppelschlösser von der Wehrmacht. Und wenn ihr mehr wissen wollt von der Reichswehr, von der Geschichte zu dieser Zeit, dann könnt ihr in die Videobeschreibung gucken. Ich werde euch da noch einen kleinen Link reinpacken,
von Wikipedia, wo noch ein bisschen was über die Reichswehr steht und habe mich sehr über dieses alte Koppelschloss gefreut. Und natürlich haben wir das nur vermutet, dass es DDR ist. Deswegen hatte ich das ja im Video auch betont, vermutlich DDR, weil ich mich da nicht festlegen wollte. Und deswegen war das auch nur eine Vermutung. Man kann viel vermuten und spekulieren, wenn man noch unterwegs ist im Wald mit den Funden. Das macht man ja immer so bei allen Funden, dass man nachrätselt und spekuliert. Und später ist man immer schlauer. Hier ist ein wunderschönes jetzt. Koppelschloss aus der Weimarer Republik. Und jetzt zeige ich euch mal noch was. Und zwar dieses Koppelschloss, welches ich auch gefunden habe. Das ist ein Koppelschloss aus der Kaiserzeit. Das bedeutet, das Koppelschloss war vorher da. Jetzt fokussiere! Dieses Koppelschloss war vorher da. Und dann kam die Zeit der Weimarer Republik. Und dann kam quasi die Zeit der Nationalsozialisten. Und ich habe noch mehr Koppelschlösser heute hier liegen. Möchte ich euch alle mal zeigen. Also ich hatte euch ja eben diese Tier schon gezeigt. Das aus dem Kaiserreich, aus dem Ersten Weltkrieg. Dort steht auch Gott mit uns drauf. Und dort sieht man auch schon das Eiserne Kreuz, was es auch schon vorher gab, noch vor dem Kaiser. Und hier haben wir mal ein Koppelschloss, welches Anemone gefunden hat. Das ist ein Koppelschloss von der Hitlerjugend. Dort steht Blut und Ehre. Und dann habe ich hier noch ein Koppelschloss aus Messing, welches ich gefunden habe. Das ist auch von der Hitlerjugend. Hier steht wiederum Blut und Ehre. Aber hier sieht man, dass das Hakenkreuz weg ist. Dieses Koppelschloss wurde auch entnazifiziert. Man sieht hier durch diese Striche, wurde das... Ja, da haben sie rumgefeilt und haben das einfach blank gemacht, dass man das Hakenkreuz nicht mehr sieht. Und hier drinnen sieht man auch nochmal, von der Rückseite kann man das Hakenkreuz halt noch sehen. Das war so, dass die Russen haben diese Koppelschlösser teilweise erbeutet, haben die sich dann zurechtgeschliffen und haben die selber verwendet. Oder ich habe zumindest gehört, dass manchmal die Gefangenen das abschleifen mussten oder sollten, damit sie bloß nicht da noch ein Hakenkreuz dran haben. Hakenkreuze wurden damals dann weggeschmissen, vernichtet. Und weggefeilt nach dem Krieg, nachdem die Alliierten Deutschland erobert hatten. Und dann haben wir hier noch ein ganz besonderes Koppelschloss, über welches ich mich besonders freue. Und das ist das hier. Das ist mein allerliebstes Koppelschloss. Das ist top. Das ist ein Top-Zustand noch. Man sieht hier sehr schön Gott mit uns und... Nee, eigentlich sieht man ja nicht mehr. Das Koppelschloss ist komplett verrostet und kaputt. Wir haben es mit Oxalsäure gereinigt. Aber ihr seht, da ist nichts geworden. Ein Eisenkoppelschloss. Die sehen manchmal besser aus, aber in dem Fall ist es halt nichts geworden. Noch ein Koppelschloss für euch, und zwar dieses hier. Und das ist ein russisches Offizierskoppelschloss. Also ihr seht, die Russen hatten auch Koppelschlösser, aber nicht so viele. Und auch nicht jeder hatte eins. Und deswegen haben die natürlich... den Deutschen die öfters mal abgenommen. Leider ist das ein bisschen verfärbt durch eine falsche Reinigungsmethode. Da ärgere ich mich natürlich sehr drüber, dass es nicht so schön goldig jetzt aussieht, wie es eigentlich aussehen sollte, sondern diese rote Verfärbung hat. Aber passiert halt, als Anfänger macht man sehr viele Fehler mit Reinigungsmethoden. Wir waren an der Stelle noch viermal gewesen und haben dort nichts weiter gefunden außer Müll. Also das ist ganz komisch, dass wir da nichts weiter mehr gefunden haben. Es lässt darauf schließen, dass dort auf gar keinen Fall irgendwelche Kampfhandlungen waren. Es war einfach nur ein Müllwald. Dort lag überall Müll. Und diese Koppelschlösser, die wir dort gefunden haben und auch der Messergriff, das ist alle dort hingeschmissen worden. In den Müll mit drin. Also das ist nicht so, dass das verloren wurde. Das ist einfach unwahrscheinlich, dass diese Koppel und diese Koppel und der Griff... Ups... Und der Griff und, der Koppelhang, die lagen alle ganz dicht beieinander innerhalb von 10 Quadratmetern. Wir haben diese 10 Quadratmeter, haben wir alle Signale gegraben, die wir finden konnten. Und da kamen nur noch Dosen, Dosen, Dosen. Also das war ein richtiger Müllwald und das hat sich auch erledigt mit dem Spot. Wir sind noch viermal da gewesen und das war jedes Mal eine Nullrunde dann. Und deswegen bringt es auch nichts, da nochmal hinzugehen und zu hoffen, dass da noch mehr Koppelschlösser liegen. Da liegt nichts mehr. Und es war auch so, dass nur in diesem Bereich... was lag. Sobald man sich, weiß ich nicht, so 50 Quadratmeter dann entfernt hat, war der Wald signalleer, da war nichts mehr. Es war nur dort am Waldrand, war Müll. Das haben die da abgekippt damals und da haben sie die Schlösser mit weggeschmissen. Ja,
Na gut, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video, auch wenn es etwas kurz war und mehr Fundzusammenfassung als Sondeln war. Nächste Sondelvideo wird wieder länger. Wir waren dann hier wieder in Deutschland in verschiedenen Wäldern unterwegs und haben auch wieder sehr coole Sachen gefunden. Ja, einen Ring habe ich gefunden und Münzen. Und ja, wir haben aber einen sehr schönen Nachtausflug noch gemacht. Der ging fast die ganze Nacht und da ist es wieder richtig abenteuerlich geworden. Wir haben sehr, sehr interessante Sachen ausgegraben und haben das auch alle gefilmt. Und das wird dann wieder so ein richtig langes Video mit sehr vielen interessanten Momenten und interessanten Funden demnächst. Gut, dann wartet jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Bis zum nächsten Mal.